Wenn die Abwägung mit einem klaren Votum für eines der Tiermodelle endet und man von alternativen Ideen zurücktritt, wie gehen Sie dann vor? Schauen Sie, die tierexperimentelle Möglichkeit entsteht häufig aus zwei Aspekten heraus. Es beginnt mit dem Organismus des Tiermodells, der uns meist als gesundes Tier, mitunter aber auch im kranken Zustand begegnet. Diese für jedes Vorhaben wichtige Startinformation wird eingangs bestmöglich festgestellt und mit aufwendiger Diagnostik komplettiert. So finden wir in der Tat Tiermodelle, die bereits zu bestimmten Erkrankungen von Patienten passen. Darüber hinaus gibt es ein profundes Wissen in der Literatur, wie man Mangelzustände und damit verbunden auch Krankheiten induzieren kann. Wir suchen stets nach der besten möglichen Übereinstimmung zwischen den Zielen des jeweiligen Vorhabens und den Eigenschaften eines oder mehrerer Tiermodelle. Eine invasive Beatmungstherapie erhält, wer alters- oder krankheitsbedingt bereits eine erhebliche Einschränkung in der normalen Atmung erfahren hat. Wenn es uns am Tiermodell gelingt, den Zustand der Lunge so zu beeinflussen, dass daraus eine Pflicht zur invasiven Beatmungstherapie resultiert, dann bietet dieses Tiermodell natürlich beste Arbeitsvoraussetzungen für all solche Vorhaben, die mit der invasiven Beatmungstherapie und deren Folgeerkrankungen zu tun haben. Was ist der zweite Aspekt? Der zweite Aspekt ist die Ausgewogenheit der Eigenschaften in Bezug auf die Nutzung. Eine kranke Lunge wird dann erfolgreich behandelt, wenn drei Dinge passieren. Erstens, der behandelnde Mediziner sollte vor und während der Beatmungstherapie den Zustand der Lunge, die Versorgung des Körpers und der lebenswichtigen Organe mit Sauerstoff untersuchen, um so die Therapie weiter zu optimieren. Laboruntersuchungen, Bilder von der Lunge aus dem Röntgen oder dem Computertomographen können wir von Tiermodellen jederzeit erzeugen, in gleicher Qualität wie bei der Behandlung von Patienten. Zweitens, die Therapie mit der beteiligten Medizintechnik und den nötigen Medikamenten sollte passend zum Verlauf der Krankheit ausgewählt und umgesetzt werden. Das lässt sich auch mit Tiermodellen absolut realisieren. Keine notwendige Behandlung am Tiermodell muss in kritischer Eile oder Mangel vollzogen werden. Drittens, der intensivmedizinische Arbeitsplatz zur Überwachung und Beatmung des krankhaft veränderten Tiermodells sollte allen technischen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen einer modernen Intensivstation entsprechen. Unsere Trainings- und Innovationslabore erfüllen diese Voraussetzungen in nahezu allen Aspekten. Ich will sagen, es ist für die Simulation der Behandlung des Lungenkranken beatmungspflichtigen Patienten von untergeordneter Bedeutung, ob das Tiermodell identische anatomische Verhältnisse hat, solange die funktionellen Bedingungen sehr ähnlich sind. Hier reicht tatsächlich das geschädigte Tiermodell nicht nur aus, es ist sogar das beste verfügbare Simulationsmodell. Alle anderen Modelle wären in diesem Fall völlig fehl am Platz, weil die funktionellen Verhältnisse erheblich unterschiedlich sind, weil die Diagnose und Therapie einer kranken Lunge einen lebenden, autonomen Organismus zur Voraussetzung hat. Was sollte man zur Planung und Durchführung von Tierversuchen grundsätzlich wissen? Der Entschluss, ein Tiermodell für eine Evaluierung oder ärztliche Fortbildung nutzen zu wollen, beginnt immer mit einer aktiven, sorgfältig abgewogenen Entscheidung der betreffenden Person, die sie zudem ausführlich begründen und in Schriftform formulieren müssen. Dieser Plan mündet immer in einem sogenannten Antrag auf Genehmigung oder Anzeige eines tierexperimentellen Vorhabens. Beides sind Vorgänge, die von der lokalen Behörde in Umsetzung des Tierschutzes vor jeglicher Durchführung geprüft werden müssen. Zudem werden weitere Experten im Rahmen von Tierschutzkommissionen beteiligt und Deutschland und Europa haben alle Beteiligten ein umfangreiches Werk von Gesetzen, Regeln und Empfehlungen zu berücksichtigen. Wir machen uns als Gesellschaft die Genehmigung und Durchführung von Tierversuchen keineswegs leicht. Den begründeten Wunsch zum Tierexperiment gibt es in der Medizin übrigens schon seit Jahrhunderten, ebenso wie den nicht nachlassenden Bedarf, solche tierexperimentellen Möglichkeiten für den Fortschritt in der Medizin einzusetzen. Fortschritt heißt, Medizinern zu erlauben, mit solchen und anderen Modellen praktische Erfahrung zu sammeln und diese zu teilen. Fortschritt heißt auch, damit zu forschen und die Entwicklung von neuartiger Medizintechnik zu unterstützen. Welche Vorteile hat die Verwendung von Tiermodellen in der Evaluierung von neuartiger Medizintechnik? Das evaluierende Unternehmen hat stets ein überragendes Interesse, die Anwendung seines neuartigen Medizinproduktes so realitätsnah wie möglich zu simulieren, die Operateure, deren Arbeitsplatz, die Instrumente und Hilfsmittel, natürlich auch das Tiermodell
Alles muss so realitätsnah wie möglich die zukünftige Anwendung des neuartigen Medizinproduktes vorwegnehmen. Wenn es uns gelingt, im Kopf eines Tiermodells einen Gehirntumor ähnlich zum menschlichen Gehirntumor zu erzeugen, dann bietet das natürlich sehr ideale Voraussetzungen für die Evaluierung von all solchen Medizinprodukten, die in Diagnose und Therapie von Gehirntumoren jemals zum Einsatz kommen. Wenn das Tier nach dem neurochirurgischen Eingriff sogar weiter beobachtet wird, dann erlangen wir zusätzliche Aussagen zum Heilungsverlauf und damit auch zur Wirksamkeit des neurochirurgischen Vorgehens. Welche Vorteile ergeben sich durch die Verwendung von Tiermodellen beim Training von Medizinern? Wird das sorgfältig ausgewählte Tiermodell im professionell ausgestatteten Trainingslabor behandelt oder gar operiert, dann empfinden die teilnehmenden Ärzte das so, als wäre man im eigenen Krankenhaus bei der Behandlung eines realen Patienten zugegen. Hinzu kommt, dass man im Training sogar noch mehr Möglichkeiten hat, Dinge zu wiederholen, zu variieren oder gar in grenzwertiger Art zu tun, um daraus bestmöglich zu lernen. Das gehört nur ins Trainingslabor, aber nicht in die Behandlung eines schwerkranken Patienten. Beim Lernen ist uns jeder Fehler willkommen, um innezuhalten, ihn zu verstehen und in der Wiederholung sofort zu korrigieren. Kein Tiermodell gleicht bei genauer Betrachtung einem anderen. Jedes von ihnen trägt in sich die Spuren von Wachstum und zurückliegenden Erkrankungen. Diese Vielfalt und Individualität macht die Tiermodelle einzigartig. Wenn sie auf die eigentliche Behandlung dann noch ähnlich einem realen Patienten reagieren, dann unterstreicht das die einzigartige Möglichkeit. Immer dann, wenn es um die Funktion von Zellen, Organen oder des ganzen Organismus geht, immer dann, wenn der Übergang von gesund auf krank und die anschließende Heilung Grundlage des Evaluierungs- und Fortbildungsplanes sind, dann fehlen uns häufig gleichwertige Alternativen zum Tiermodell. Gibt es auch Nachteile bei diesen Modellen? Ja, da sind zwei Dinge zu nennen. Einige Krankheitsbilder sind ausschließlich dem Menschen vorbehalten und andere finden sich nur selten oder mit gänzlich anderer Ausprägung in Tiermodellen wieder. Das hat auch mit dem hohen Lebensalter der Menschen zu tun und einigen Umweltbedingungen, denen nur wir uns aussetzen. Der zweite große Nachteil sind abweichende anatomische Verhältnisse bei den gängigen Tiermodellen. Jegliche Testung von Implantaten in Tiermodellen ist dann eingeschränkt, wenn die Anatomie von der des Menschen erheblich abweicht oder wenn es keinen Sinn macht, das Medizinprodukt nur zum Zweck des Testens extra auf die tierische Anatomie anzupassen. Neben der rationalen Seite, so kann man sich vorstellen, ist die Nutzung von Tiermodellen sicherlich nicht frei von Emotionen. Was können Sie uns dazu berichten? Der Umgang mit einem Nutztier oder einem speziell gezüchteten Versuchstier gehört für die wenigsten von uns zum Alltag. Wir haben viele Fragen und sind mit Wahrnehmungen und Gefühlen konfrontiert, für deren Bewältigung wir uns Zeit nehmen müssen. Weil wir das wissen und selbst erfahren haben, geben wir allen Beteiligten die nötige Unterstützung. Wir informieren rechtzeitig und ausführlich und darüber hinaus schränken wir die Wahrnehmung vom und den körperlichen Kontakt zum Tiermodell bewusst ein, um die emotionale Bindung zu reduzieren. Am Ende des Tierversuches heißt es nämlich, Abschied zu nehmen, wenn das Tiermodell in der Fortbildung oder im Versuch seinen Zweck erfüllt hat und dann, wie vom Gesetzgeber gefordert, in tiefer Narkose eingeschläfert wird. Chirurgen handeln bei uns so wie im OP-Raum eines Krankenhauses. Sie konzentrieren sich auf das OP-Feld, in dem sie tätig werden. Und ganz wichtig, wir nehmen uns all die Zeit, die es braucht, um professionell wie würdevoll in allen Phasen des Tierversuches verantwortlich zu handeln. Das heißt auch mal innezuhalten, um allen Beteiligten zu danken. Welche Tendenzen sehen Sie bei der Verwendung von Tiermodellen, heute und morgen? Der Bedarf für die Verwendung von Tiermodellen nimmt nach unserer Beobachtung nicht weiter zu, insbesondere weil man sie immer häufiger durch andere hochwertige Modelle ersetzt, wie zum Beispiel Humanpräparate. Moderne Techniken in der Diagnostik, die nach dem Tod noch angewendet werden, eine schonende jegliche Veränderung, möglichst vermeidende Lagerung und spezielle Techniken zur nachträglichen Behandlung tragen dazu bei, dass Körperspender heute für eine Vielzahl von Erkrankungen und Behandlungssituationen tatsächlich als die besten Ersatzmodelle angesehen werden. Tendenziell nimmt in der Gesellschaft der Wunsch zu, Tierversuche zu vermeiden und die daraus gewonnenen Erkenntnisse auf anderem Weg zu erlangen. Wie ist Ihre persönliche Meinung zum Tierversuch? Ich persönlich bin unendlich dankbar, dass sich unsere moderne Gesellschaft klare Regeln im modernen Tierschutz gegeben hat. Dieses Regelwerk schützt die Tiere vor unnötigen Versuchen, gibt uns klare Vorgaben und Verantwortlichkeiten für die Planung, Durchführung und Dokumentation von Tierversuchen.
Diese Ärzte und ihre Partner aus der Industrie, die an einem Tierversuch teilnehmen und die daraus einen unmittelbaren Nutzen ziehen, sind ebenso voller Dankbarkeit und Ehrfurcht für diese einmalige Möglichkeit. Zugleich sind sie froh, dass sie weiter an dieser über 2000 Jahre alten Tradition teilhaben dürfen. Bei nahezu allen Nutztieren ist der Tod ein zwangsläufiges Übel. Steht er doch vor der Verarbeitung zu Nahrungsmitteln, vor dem Verzehr durch uns Menschen. Das Tierexperiment ist eine alternative Möglichkeit, mit der Nutzung von Tieren der Gesellschaft einen Dienst zu erweisen. Der sorgfältig geplante und explizit genehmigte Tierversuch ist ein von uns allen sehr hochgeschätzter Dienst, insbesondere wenn er hilft, Krankheiten besser zu verstehen und deren Behandlung zu verbessern. Der professionell trainierte Arzt, das sicher getestete Medizinprodukt, das sind ganz konkrete Beiträge für das Wohlergehen von zukünftigen Patienten. Thank you.